Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Toy-Guide-Video präsentieren. Und zwar sind wir einmal an der Küste des Erweckens und dort sind wir hier auf den Koordinaten 46, 30. Hier haben wir relativ weit oben ein kleines Toy, das wir uns besorgen können, und zwar schimpft sich das Jennus Drachen. Und dazu bin ich jetzt hier schon auf diesen Baum ein bisschen rauf. Ihr seht, da könnt ihr auf einer Plattform landen. Und dann müssen wir da hinten in das Geäst rein. Und ich gucke mal, ob es jetzt leichter ist, da quasi hinzulaufen, weil auf so kleinen Sachen mit dem Drachen zu landen, also mit unserem Mount, ist ein bisschen schwierig. Jetzt gucken wir mal, was von da. Von da können wir schon looten. Easy. Und ihr seht, wir kriegen ein paar Vorräte. Einmal das Toy direkt. Und dann können wir uns das mal anschauen. Also ich zeig's nochmal auf der Map. Also hier oben, ne, ist dann einmal quasi der Drache in dem Baum drin, den müssen wir nur anklicken und dann haben wir ihn im Winter. Dann lernen wir das mal und gucken mal an, was das macht. Benutzt lässt Jennus Drachen steigen und das machen wir, würde ich sagen. Und das Ding ist relativ unspektakulär. Warte, wir können einen Ticken näher rangehen. Seht ihr, so sieht das Ding aus. Ja. Ach cool, das hat hier sogar so Schuppen, ne, wie so ein Fisch. Also wenn wir näher rangehen, sieht schon ganz nett aus, ehrlich gesagt. Aber gut, das haben wir jetzt 5 Minuten dabei. Und was hat das an Abklingzeit? Schauen wir mal. Eine Stunde tatsächlich. Ja gut, also wir können 5 Minuten in der Stunde so einen Drachen mitziehen. Der kommt tatsächlich auch mit. Wir haben so ein... Ich sehe jetzt nicht, ob wir da irgendwie ein Seil haben. Vielleicht wird das einfach nicht angezeigt, aber der Drache folgt uns auf jeden Fall. Witzig, ist der auch mit einem Mount dabei? Jetzt gucken wir mal. Okay, jetzt sind wir ein bisschen zu nah dran. Ja, ist er. Ja, ist ein nettes kleines Toy und ja, mehr ist es nicht. Einfach nur anklicken und dann habt ihr wieder ein Toy mehr. Das war's mit dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.